Sydney bei Fokus. Ja, wir schauen rein. Digga, keiner rockt die Vierer Jordan so wie Eli, ne? Guck mal, Eli seine Vierer Jordan und meine, wie die ausschauen. Ich hatte meine viermal oder so erst an. Eli rockt die Buletten wie Weltmeister, Alter. Eli geht auch mit den Schuhen zu 7 vs. White. Oh, League. Fokus X Sydney! Ey, tut mir eingefallen, wenn ihr Sydney auf den Straßen sieht, schreit ihn immer so Ding an. Fokus! Fokus! Ist jetzt Sydney E-Sportler? Ist er E-Sportler jetzt? Nee, was ist er? Content Creator. Hey Freunde, zum nächsten Video. Hey Freunde, zum nächsten Video. Was geht ab? Aber doch, das war reines Video so. Hey Freunde, herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal von Fokus. Wir nehmen das nächste Video auf. Und zwar haben wir bei Insta dann gefragt, was ihr könnt mir oder Sydney ein paar Fragen stellen und wir werden uns die gegenseitig vorlesen und wir müssen sie beantworten. Also sagst du schlüpfrige Fragen? Ja, so, da gibt es viele schlüpfrige auch und ich frage ihn halt auch ein paar schlüpfrige. Wir werden sie beantworten. Es sind viele Fragen reinkommen, erstmal danke dafür. Ey, die Besten, ehrlich. Lass ein Abo und ein Like. Nein, du bist der Beste, ehrlich. Ja, was? 15, 30, 1000 und lass die 2 Kommentare knacken, ehrlich. Und lass ein Abo da. Okay. Interessieren dich noch andere Sportarten außer Fußball? Fantasy-Liga halt ein bisschen geht. Basketball damals, weißt du noch? Wir waren beide mal 4 Uhr morgens im Discord und haben uns irgendwelche Basketballspiele angeguckt. Was du da gemacht hast, mit den Kerner. Ich wusste gar nicht, was passiert. Hä, was war das jetzt? War das jetzt gut und so? 20 plus? Was ist denn die ganze Zeit? Also Basketball finde ich aber eigentlich ganz... Guckst du das an? Sagst nein, du? Aber es ist cool, das zu sehen, wenn man... Ja? Ja. Boxen gucke ich mir manchmal an. Gar nicht meins. Boxen, MMA ist geil. Boxen, MMA? Kampfsport ist gar nicht meins. Das ist lustig. Zugucken. Selber machen. Aber sonst muss ich sagen, echt gar nicht so viel. Warum bist du zu Fokus gegangen? weil ich zu meinem Freund Eli wollte. Deswegen, Freunde. Eli hat einen John gerufen. Ich hab da was für dich. Ich hab einen Anruf für dich. Nee, Freunde. Und da saßen wir am Tisch. Da hab ich einen Vertrag und so. Ich mit meinem Manager. Gleichzeitig auch Elis Manager. Wir haben halt verhandelt, die Manager gegenüber. Wir haben mit sich selber geredet im Spiegel. Die waren sich ziemlich einig. Ja, und dann wurde es alles ganz reibungslos. Nee, Freunde, weil Fritte und ich meistens im Zusammenhang. Willi eifersüchtig, ja, ich bin scheiße, dass ich Fußballprofi bin und kein Content Creator. Nein, ehrlich, scheiße. Nein, das ist echt scheiße. Zusammenpack da sind nein, und schlecht im auch. Zusammenpack da sind und das wird sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Nächste Frage. Ängste. Du hast Angst. Ich hab richtig krass Angst vor Clowns, vor Meeren und. Clowns. Ich schwör's dir. Bist du 5? Warte mal ganz kurz, kommentiert mal bitte. Clowns sind übelst krass gut. Zeig jetzt dir ein Clown-Bild und du sagst mir nicht, dass das nicht gruselig aussieht. Hey, willst du mich verarschen? Findest du nicht, dass sie gruselig aus? Du bist wegen Joker verstrahlt, Mann. Naja, ich finde Clowns... Sag mal, was du für einen Pulli hast. Ich fühle den anders. Der Pulli, das ist mein Hoodie. Den droppen wir Anfang Dezember. Wow. Kinderpuppen, krass gruselig und Meere. Das, vor diesen drei Sachen habe ich Angst. Meere. Also, du gehst aber ins Wasser. Du bist, ja, also nicht vorne, sondern, weißt du noch? In Ibiza? So mitten auf dem Meer, Freunde. Man ich könnte ihn jetzt im Stream leaken machen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was unter dir abgeht. Ich habe so Angst davor vor diesem... Das ist schon krass. Das ist schon echt scheiße, muss ich sagen. Ja, okay. Wo hast du Angst? Ich hasse es,
Hast du bald die neue Folge geguckt? Ne, dritte Folge? Die vierte. Ja, naja, wahrscheinlich. Und da war so eine Raupe auf seiner Dings. Achso, so eine Insekten? Fette Raupe. Ja, Stefan? Insekten. Ne, und dann, du guckst so runter und dann ist da so, Raupe, ich muss so erschrecken, also du hast Digga. Vor Insektenangst. So Krabbeltiere, wenn die in meinem Körper sind. Ja, ist auch scheiße. So Spinnen und so auch nicht oder, so nice. Oder was mir auch schon passiert ist, ich bin im Bett, auf einmal seilt sich vor mir so ein Dings, so eine Spinne runter. Sie fliegt so vor mir, so, dreht so und so, gibt so an. Ich sag so, Spinnen sind echt nicht. Aber ich hab mich erstmal so erschrocken. Guckt euch mal die zwei Welten an. Der Typ sitzt einfach da. Der, keine Ahnung, in welcher Welt der schon wieder ist. Der sitzt, der Falschgeld sitzt da und sagt, ja, der ist wieder im Phantasialand. Auf einmal seilt sich vor mir so ein Ding, so eine Spinne runter, sie fliegt so vor mir, dreht so und so, gibt so. Achtet mal bitte auf den Kerl. An. Spinnen sind echt nicht nice. Ich hab mich erstmal so erschrocken, Digga. Spinnen sind echt nicht nice. Oh, sind sonst. Höhenangst hab ich nicht. Ich kann super schwimmen, deswegen auch nicht vom Meer. Er hat Angst, er hat noch mehr Angst vor dem Meer als ich. Ich bin mit ihnen in Ibiza, wir sind Jetski gefahren. Yeah. Wir sind mitten auf dem Meer, sind wir umgekippt und der Typ hat da rumgeschrien. Warst du das oder nein, war das Willi? Das war Willi. Ich bin mit das war Willi. Ja, Eli hat zwei dunkelhäutige Freunde, wir sind gleich. Ja, stimmt, das war's. Das Scheiße von Eli, ne? Das Scheiße von Eli. Und dann war ich fast bewusstlos. Ja, es war Willi. Willi ist auch ganz schlimm geworden. Was machst du genau bei Focus? Coole Frage. Ich sitze auf dem Stuhl und beantworte Fragen. Ich bin Coordinator. Ich bin leider kein Pro, wie man sieht, wie wir mich auch einschätzen können. Content Creator im Bereich FIFA und auch für ein neues Spiel, was kommen wird, werde ich ein Bindeglied sein. Er ist die Ikone, er linkt, Freunde, er linkt. Ich habe grüne Links, überall. Der hat überall die grünen Links, aber wir können noch nicht so viel sagen, aber ihr könnt es euch einigermaßen denken. Wie würdest du dich selber beschreiben in drei Wörtern? Ehrgeizig. Plus eins. Wie heißt das? Launisch? Ehrgeizig? Launisch? Launisch und Humor. Drei Komponenten, wo ich in den Daumen gebe. Ich hab einen coolen Humor. Mit mir kann man immer Späße machen, Freunde. Ich verstehe jeden Scheiß. Es ist nicht so, dass man bei mir verkrampft ist. Ich kann alles verstehen. Humor, ehrgeizig, launisch. Bin auch extrem launisch, Freunde. Sag ich ehrlich. Früh morgens, Matheunterricht, ersten beiden Stunden, wollte man mit mir nicht reden. Keine Option gewesen. Keine Option. So ein Morgenmuffel auch. Eli, beschreibe Sydney mit drei Wörtern. Kindisch, aber was nicht negativ ist. Super Humor und trotzdem liebevoll. Herzlich. Er ist herzlich, aber doch, Sydney ist ein herzlicher Mensch. Notgeil, ja, aber das ist keine Komponente, die ich jetzt über seinen Charakter sagen würde. Ich soll dich beschreiben. Ach so, cool. Ich soll dich beschreiben. Okay, du beschreibst mich, ich beschreib dich. Sydney ist, wie heißt denn das, gutmütig, so, cool. Ja, das ist es auf jeden Fall, gutmütig, nervig, oh Gott, Digga, so nervig, oder, sei mal ehrlich, er ist Leute, so, bin ich nervig, Hand hoch, er ist so nervig, keine Hände oben, er ist so nervig, Freunde, und notgeil, Mann, ich dachte, das kommt nicht rein, Digga. Notgeil. Also für drei Wörter. Notgeil, gutmütig und nervig. Notgeil, aber, das ist aber du bist trotzdem gutmütig, Digga. Ja, aber das, ja, das ist halt, das ist aber wirklich, das ist ein guter, das ist gut, meiner Meinung nach. Das ist gut. Gutmütig? Du, ja. Aber du bist trotzdem notgeil, ja. Und du nervst. Ist ja so. Okay, wa? Du, mich? Verpeilt, ganz ganz oben. Okay. Ambitioniert? Ja. Yeah. Ich mach Eli. Eli ist geisteskrank verpeilt, brutal ehrlich. Also Eli ist eine ehrliche Seele. Das ist eine ehrliche Seele und das schätze ich krass an ihn. Und ja, brutal ehrgeizig. Um das klarzustellen, ohne die zwei wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und das werde ich denen niemals vergessen. Niemals vergessen. Also, Real Talk, eins der Sachen, die für mich extrem wichtig sind, sind Loyalität. Und ich mag es nicht, wenn man vergisst, woher man kommt oder irgendwann dann den Punkt erreicht hat, dass man denkt, man steht über irgendwelchen Leuten oder so. Und das werde ich
in 10 Jahren noch sagen, weil ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Das werde ich heute sagen und das habe ich auch schon vor Monaten und vor einem Jahr gesagt. Ohne die zwei wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und denen habe ich so viel zu verdanken. Deswegen, selbst wenn die irgendwann mal, egal was, ich würde immer zu denen stehen. Du weißt, wo du hin willst? Ja, okay. Ich will nicht dumm sagen. Bevor ich glaube im Leben. Sie haben dir die Tür geöffnet, aber du hast das Zimmer renoviert. Natürlich haben sie mir die Tür geöffnet. Du musst dir vorstellen, wäre ich ein absoluter Kackspast. Also irgendwas muss ich ja auch können. Aber trotzdem sind die zwei die, wo ich sag, das sind für mich Macher. Im Leben bin ich schlau. Du bist wie ein Stück Holz. Im Leben bin ich so schlau, Freunde. Ich weiß so viel im Leben. So, ich kann euch nicht sagen, was hier 14 mal 27 davon die Wurzel interessiert mich auch nicht. Aber die wichtigen Sachen, da kann ich euch was erzählen. Ja, ich hab nur zwei Sachen. Ja. Lost ist ein anderes. Ist ja verpeilt. Das ist ja das Blöde. Lustig? Bin ich nicht lustig? Doch, ich bin lustig. Lustig. Victor lacht. Victor nickt. Lustig. Bin ich auch lustig? Na? Ja? Warum war ich nicht lustig bei dir? Du bist nicht lustig, ich krieg keinen Dom. Okay. Gute Vergleichszieher. Aber das ist wirklich gut bei mir. Er ist ein guter Vergleichszieher. Das ist wirklich richtig. Er ist ambitioniert. Und verpeilt. Ja, ich bin ein guter Vergleichszieher. Okay. Eigenschaft, hast du ein Trade, hä? Was ist dein Traumauto? Welches Auto würdest du gerne mal fahren? Mein Traum. Urus. Traumauto. Wenn du dein Haus hast, welches Auto soll da in der Garage stehen? Sag's mir. Ehrlich, mein Warum redest du denn so gerade? Ein Lambo. Ein Lamborghini war schon immer so mein Traumauto. Aber ein Huracan kannst du nicht immer fahren. Nervt's, ja? Deswegen, ich glaube, ein Urus. Willi Weise. Ich glaube, nur durch Omid bist du erfolgreich geworden. Stimmt auch, Ibo. Alle meine Freunde, die mich unterstützen, durch den bin ich da, wo ich jetzt bin, Bro. Ein Urus ist ein Traumauto für mich. Bugatti Chiron und so fühle ich nicht. Also ist auch viel zu... Digga, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ne? Aber so ein Lambo und so, das sind Autos, die reizen mich gar nicht, ne? Digga, das Auto, was ich jetzt habe, würde mir schon mein ganzes Leben lang reichen. Ich bin eh gar kein Typ, Digga. Voll viele, glaubt mir Leute, Autos sind am Ende auch nur Statussymbole. Viele Leute interessieren sich auch für Autos, viele Leute mögen Autos, das weiß ich auch zu schätzen, Digga. Aber du kannst einen Ferrari fahren und trotzdem ein Spasti sein. Du kannst auch einen Opel fahren und ein Spasti sein. Du kannst einen Ferrari fahren und cool sein. Und du kannst aber auch einen Opel fahren und cool sein. Digga, du kannst niemals an Menschen anhand seines Autos festmachen oder so. Mann, Bro, shut the fuck up. Kommt mir da irgendein geleckter Aal aus seinem Ferrari mit seinen neuen Bruno Banani-Schuhen, seiner D-Squared-Hose und was weiß ich, Philipp Plein-T-Shirt. Setz dich mal ganz schnell wieder in dein Auto und fahr zu nach Hause, ist der dumm. Na, das geht gar nicht. Urus ist es. Bei dir? Ich finde G-Klasse geil und auch ein Urus. Urus. Bei mir ist es ganz klar. Ganz klar, wenn ich irgendwann kann. I was running through the six with my walls. Ich bin der Meinung, wenn einer von euch ein krasses Auto hat, ne? Fahrt mit dem Auto nicht schnell. Wenn du ein Rolls-Royce hast, kommt es nicht darauf an, dass du mit 100 durch die Stadt fährst. Nein, Bruder, ich fahre mit 30 durch die Stadt. Man soll dieses Auto sehen. Man soll dieses Auto sehen, diese Eleganz. Digga, was bringt mir, wenn einer mit einem Lambo mit 100 durch die Stadt fährt und da irgendeinen Krawall macht? Nein, fahr! Lass die Leute sehen, was das für ein Auto ist. Das ist schon ein Brett, Freunde, weil den kannst du immer fahren. Digga, den kannst du immer fahren. Und der ist. Ich bin den schon einmal gefahren, das ist so krank, wirklich. Das ist so geil. Okay, ich habe eine gute Frage für dich. Wer war der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast in Fußball? In Fußball. Also, er war ja früher Fußballprofi, Freunde. Der Mann war Fußballprofi. Hä, wieso kaufst du nicht? Digga, Elia, weil ich kein Geld hab. Ollum, bist du dumm? Ich hab kein Geld. Bro, jeder denkt, ich schwimme im Geld. Einer denkt, ich hab einfach mal Geld für einen Rolls Royce. Jetzt nicht in FIFA oder so. Manuel Neuer. Ja. Kimmich, Grotzka, Sané. Aber das war halt so ein Trainingsspiel gegen die A-Nationalmannschaft. Sonst... Höchste Habt Rating. Ihr gegen Southampton irgendwie gezockt? Oder gegen wen anders? Gegen Palace, gegen West Ham. Bolasie oder so, war der nicht krank? Bolasie war nicht da. So. Philipp Andersson, 84er war der mal. War der gut?
War der in Real Life richtig krasser? Ja? Ein Fußballer. Real Life. Ein Kicker. Ich fand, da war nie so eine fette Gap, so, wo man sagt, boah, okay. Die heftig. Okay. Gegen Mbappé? Max Kruse, cool. Nee, Mbappé nicht. Upamecano. Gegen Upamecano? In der Jugend, mit 17. Wie war der? Das war ein Ochse. Okay. In der Jugend gegen Franzosen zu spielen, nicht so cool. Ja Leute, ich habe auch gegen voll die Guten gespielt. Bei mir war das dann auch auf jeden Fall. Ich hab mal gegen... Willi. Ja, ich hab gegen... Ich hab mal gegen Arne Meyer gespielt. Regionalliga, Tasmania, B-Jugend. Er war bei Hertha. Ah, U15 bestimmt, U15, ne? Nee, B-Jugend. Arne Meyer. Ah, mit der U16. Mit der U16 bei uns. Stimmt, der spielt bei Arne Meyer. Stimmt. Arne Meyer Chat. Auch gut, merkst du selber. Gut, Freunde, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, sehr schön. Nein, super. Nein, ehrlich. Ja, was ein Dreckskommentar. Was ein Dreckskommentar. Thank you.